Ja, wir freuen uns sehr, dass wir hier sind und ich freue mich ganz doll, Mario, dass du dabei bist. Das ist klasse, dass du Zeit hast und dass wir mal wieder die Gelegenheit haben, zu zweit Musik zu machen. Denn Musik machen wir ja immer mal wieder, aber zu zweit, das ist schon ein besonderes Vorrecht, wenn man die Gelegenheit hat. Und gerade hast du mir die Freude gemacht, eine Melodie von mir mit mir zusammenzuspielen. Die Melodie heißt Schöner Morgen und habe ich dir schon mal erzählt, wann die entstanden ist? Nein. Also, Schöner Morgen habe ich vor gefühlten 30 Jahren geschrieben, in Erinnerung an einen gemeinsamen Bekannten und Freund von mir, den Rudi Kaspar. Das war die Anfangs- oder so, ich sag mal so die Hochzeit einer aufkommenden Jazzszene bei uns im Siegerland. Die Big Band hatte sich gegründet und übte wie verrückt. Die Leute waren so fleißig und kriegten gar nicht genug davon, ihre Stimmen einzuüben. Es wurde angefangen zu improvisieren. Und ich habe mich mit Rudi Kaspar, ein hervorragender Posaunist, so angefreundet und mit seiner Frau. Und wir haben viele, viele Morgende gemeinsam verbracht mit einem üppigen Frühstück. Und danach wurden die Instrumente rausgeholt. Und wir haben uns gegenseitig irgendwelche Licks vorgespielt. Ich erinnere mich an einen, der ging ungefähr so. Eine Note fehlte jetzt, weil ich gerade mit dem Daumen nicht dran kam. Und sowas hat der Rudi dann ganz begeistert gespielt und wir haben uns das gegenseitig zugeworfen. Und irgendwann nach einem Frühstück sagte Rudi, Werner, wir haben eine nicht so schöne Nachricht für dich, aber eine gute für uns. Wir ziehen nach Köln. Und da war ich dann doch etwas geknickt und traurig, bin nach Hause gegangen. Und dabei ist diese Melodie entstanden an die Erinnerung an viele schöne gemeinsame Morgende. Und ich weiß auch, welches Stück ihr zum Frühstück gespielt habt. Jetzt bin ganz ich gespannt. Ganz bestimmt das nächste, was wir jetzt spielen werden, nämlich All the Things You Are. Oder? Auf jeden Fall. Das haben wir gerne gespielt. Und damit wollen wir auch so, ich sag mal so, von diesen folkloristischen Liedern schon mal die Jazz-Ecke einläuten. Ein wunderbarer Standard, der so diese typischen Harmonieverbindungen in sich drin hat, der durch verschiedenste Tonarten wechselt, ohne dass es einem unangenehm auffällt und der einfach total Spaß macht zu spielen. All the things you are, alles das, was du bist. Thank you.
Sehr schön, Werner Hux. Ich freue mich immer, mit Werner zusammen zu spielen, weil wir haben die quasi die effektivsten Proben, die man sich vorstellen kann. Wir treffen uns zum Kaffee trinken oder Tee trinken, gucken einmal auf die Setliste und das war es dann schon fast. Es kann schon mal passieren, dass Mario fragt, wollen wir noch mal was anspielen? Und dann gucke ich sehnsüchtig seine Kaffeemaschine an und sage, oh Mario, weißt du was, mach lieber noch einen Kaffee. Genau, so war das nämlich heute auch, als wir das Programm gelegt haben. Und genau, wir haben so eine Mischung gemacht aus eigenen Kompositionen, gut, der Hinweis, dass die Kamera da ist, und unseren Lieblingsstandards. Und All the Things You Are gehört definitiv dazu. Das ist einer der Songs, den wir schon seit 100 Jahren spielen. Aber apropos 100 Jahre, Werner, weißt du eigentlich, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? Also, wenn ich unser Gespräch heute Nachmittag richtig erinnere, haben wir, also das erste Treffen, an das ich mich erinnern kann, das müsste, jetzt muss ich mal nachdenken, wie alt ich bin. Ich bin jetzt 59 Jahre, ich dürfte damals 18 gewesen sein. Mario, wir reden über 41 Jahre. Das war etwa 41 Jahre her. Ich erinnere mich an ein Treffen mit einem gemeinsamen Bekannten, der Ralf Fitt heißt, damals ganz ambitioniert Fingerpicking-Gitarre gespielt hat. Das waren so solche Sachen, aber in einem irren Tempo, der hat das toll gemacht und irgendwie waren wir mit ihm einen Abend lang zusammen, haben geplaudert und haben Gitarre gespielt und du hast deine Gitarre genommen, ich habe auch eine gehabt und dachte mir, Mensch, das ist gut, was der macht, das ist toll. Das ist die erste Erinnerung, die ich an dich habe. Und meine Erinnerung geht zurück an das Jahr, ich sag mal 1979. Da gab es nämlich den Folk-Club am Kampen gegenüber Marienkrankenhaus. Dort fanden natürlich Folk-Konzerte statt. Und eines Abends bist du dann irgendwie auch aufgelaufen. Wir saßen im Nebenzimmer und du kamst dann rein und sagte: Oh, habt ihr nicht Bock, ein bisschen Jazz zu? Und wir, Jazz, wie geht das? wir waren damals gar nicht so beleckt von der Materie. Ja, das sind jetzt fast 42 Jahre. Unglaublich. Das kleinste Gitarrenduo Siegens. Okay, wollen wir es verraten? Und wenn du schon sagst, das kleinste Gitarrenduo Siegens, also ich habe nicht mehr als 1,53 Meter aufzubieten. Und dann kam fatalerweise auf der linken Seite noch ein Oberschenkel-Halsbruch dazu. Und seitdem ist das linke Bein noch mal 1,5 Zentimeter kürzer. Also ich komme nicht so hoch. Ich glaube, du bist dadurch jetzt auf der einen Seite größer als ich. 1,61, ja. 1,61, okay. Da auf links sind wir dann gleich groß und rechts habe ich also 1,5 Zentimeter Vorsprung. Ja, gut. Mario, wenn wir zurückgucken, dann ich gucke gerade hier auf den Song, der hier auf dem Notenpult liegt, dann ist es ja auch gut, die Altvorderen mit reinzunehmen. Altvorderen ist ein altes Wort für Vorfahren, für Eltern. Du hast einen tollen Titel geschrieben, der heißt Yeah Mama. Wie alt ist der? Der geht zurück auf das Jahr 1990. Guck mal. Immerhin. Ja. Da waren hoffentlich viele von den Zuschauern und Zuschauerinnen noch gar nicht geboren. Wahrscheinlich. Ja.
Okay, der Titel heißt Yeah Mama. Thank you.
Ja, da geht es schon mal ein bisschen mit uns durch. Das liegt aber auch an dem tollen Song, den du geschrieben hast. Es ist einfach klasse, darüber zu spielen. Die Akkorde liegen toll. Man freut sich richtig darauf, wenn bestimmte Akkorde kommen und man dich so reinfallen lassen kann. Super klasse. Ja, in unseren 41 Jahren, ich weiß gar nicht, wann du dann angefangen hast, Unterricht zu geben, aber jetzt sind es auch schon Jahrzehnte, in denen wir pädagogisch arbeiten und das machen wir gerne. Und obwohl ich genauso wie du Jazzgitarre studiert habe, so viele Schüler, die sagen, Mensch, zeig uns doch mal, wie man Jazz spielt, gibt es heute auch nicht. Das ist so eine tolle Musik und ich wünschte mir, es gäbe wieder mehr, die sagen, zeig uns doch mal, wie das geht. Wie macht man das? Wie improvisiert man über diese schönen Akkordfolgen? Wie macht man diese Melodien? Ein Song, an dem man, glaube ich, als Anfänger bei Jazzmusik nicht vorbeikommt, gerade auch als Gitarrist, ist der Blue Bossa. Nicht von einem Gitarristen geschrieben, sondern von dem Trompeter Kenny Durham. Und ja, ein Lied in C-Moll, wo man zuerst denkt, Mensch, C-Moll, Gitarre, das passt ja nicht so ganz. Und da geht es vielleicht auch schon los, wenn man anfängt mit Jazz-Gitarre. Es sind nicht die Akkorde mit den vielen leeren Saiten, die so angenehm sind, sondern es sind doch viele Barré-Griffe dabei. Und man muss doch recht oft in die höheren Lagen. Ich erinnere mich noch daran, wie man das früher die Todeszone genannt hat. So ab dem 5. Bund aufwärts, eieiei. Für mich war das als junger Kerl mehr so ein grauer, nebulöser Bereich. Ich habe eine schöne Sache nach der anderen da oben entdeckt. Aber das kann man sehr schnell und gut in den Griff bekommen, wenn man die ersten Jazz-Akkorde lernt. Zum Beispiel mit Hilfe von dem Song von Kenny Durham, Blue Bossa. Thank you.
wie man leicht erkennen konnte, war das natürlich kein Bossa. Wir haben uns heute bei der Probe kurzerhand entschlossen, wir spielen das Stück als Swing. Funktioniert super gut, finde ich. Kann man schön drüber spielen. Es ändert tatsächlich aber das Gefühl zu dem Stück. Das ist echt verrückt. Und eröffnet neue Möglichkeiten. Absolut. Ich, ne? Und wie man wahrscheinlich auch mitgekriegt hat, wir sprechen nicht sehr viel ab. Wir fahren einfach drauf los und gucken, was passiert unterwegs. Und das macht, mit Werner kann man das wunderbar machen, weil wir kennen uns schon so lange und spielen, haben doch in der Zeit relativ häufig miteinander gespielt. Und es ist wunderbar, einfach zu hören, was der andere macht, darauf zu reagieren und auch gar nicht mehr zu begleiten, zusammen zu improvisieren. Das macht mir unglaublich viel Spaß, mit Werner zusammen zu spielen. Und ja, das nächste Stück ist auch eine Komposition von Werner. Passt eigentlich nicht so ganz zu der Uhrzeit. Heißt Mittagspause. Thank you.
Mario, ich danke dir, dass du bei diesem schönen Song, dass du bei diesem Song so schön mitgespielt hast. Das wäre die richtige Reihenfolge. Vielen Dank dafür. Den Song habe ich übrigens geschrieben, als ich 17 Jahre alt war. Und ich war gerade dabei, die Melodielinien zusammenzufassen, als auch eine gemeinsame Bekannte und Freundin von mir vorbeikam, die Irene Lorenz. Und ihr klagte ich mein ganzes Herzeleid. Ich hatte mich verliebt als 17-Jähriger in ein Mädchen in der Klasse unter mir. Da hat Irene gesagt, Mensch Werner, das musst du ihr vorspielen. Das ist so eine schöne Melodie. Traue dich doch und das musst du. Und sie hat nicht Ruhe gegeben, bis ich dann diese junge Dame angesprochen habe. Und ich habe ihr tatsächlich die Melodie vorgespielt. Und danach sagte sie mir dann, dass ihr die Melodie gut gefällt. Also jetzt mehr so die Melodie. Na, immerhin, ich kann mich noch nicht mal mehr an den Namen dieser jungen, charmanten Dame erinnern. Die Melodie ist mir geblieben und das seit vielen, vielen Jahren und darüber bin ich froh. Ich weiß nicht, wie es dir kommt, Mario. Für mich ist es manchmal so, dass Lieder fast wie Freunde werden. Es gibt Lieder, die einen über so viele Jahrzehnte begleiten. Guck mal, Blue Bossa, den haben wir doch schon gespielt, als wir 17 waren. Mittagspause spiele ich auch schon seit vielen Jahren und oft gibt es Geschichten, die einen selbst mit einer Melodie verbinden. So auch bei der Melodie, die wir uns als nächstes hier auf den Notenständer gelegt haben. Ich möchte mal so rum anfangen. Stellen Sie sich vor, in Deutschland gäbe es einen Flughafen, der hieß, sagen wir mal, Udo Lindenberg Flughafen. Das wäre doch großartig, aber auf die Idee kommt hier keiner. In Brasilien ist man auf die gute Idee gekommen zu sagen, unser wunderbarer Musiker Antonio Carlos Jobim, dem widmen wir jetzt einen Flughafen. Seitdem ist es der Antonio Carlos Jobim Flughafen in Buenos Aires. Ist das nicht klasse? Entschuldigung. In Rio de Janeiro ist er immerhin im gleichen Kontinent. Entschuldigung, natürlich ein ganz anderes Land. Ich habe ein uruguayanisches Lachen im Hintergrund gehört. Marco, schön, dass du dabei bist. Und in Rio de Janeiro, genau, dieser Flughafen. Und Antonio Carlos Jobim hat eigentlich ungefähr in der Zeit, in der wir geboren sind, eine Reihe von wunderbaren Liedern geschrieben, unter anderem Corcovado. Corcovado ist ein sehr berühmter Berg in Rio de Janeiro und auf diesem Berg steht die berühmte Christusstatue. Ich war einmal in Rio de Janeiro und habe es mir nicht nehmen lassen, dorthin zu fahren und vor dieser Christusfigur mit meiner Gitarre Corcovado zu spielen. Das ist meine Geschichte zu diesem wunderbaren Song Quiet Nights and Quiet Stars. Und weil ich den Text so klasse finde, habe ich ihn in Englisch mal mitgebracht. Was heißt klasse, ist zu profan, weil ich ihn so schön finde. Es geht darum, wie Liebe einen Menschen retten kann. Ist das nicht toll? Quiet nights and quiet stars. Quiet chords from my or your guitar. Floating on the silence that surrounds us. Quiet nights and quiet dreams. Quiet walks by quiet streams. And the window looking on the mountains and the sea. How lovely. This is where I want to be. Here with you so close to me. Till the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh, my love. Vielleicht gerade noch, ich habe es heute Morgen selbst nachgeschlagen, diese wunderschöne Zeile, till the final flicker of life's ember, das heißt so viel, bis wirklich zum letzten Zucken der Lebensglut. Was ist das für ein tolles Bild? Ne? Und in diesem Sinne und in Erinnerung an diesen herrlichen Berg und sicherlich an viele wunderbare Kollegen, die es gerade in Brasilien nicht leicht haben, spielen wir Corcovado von Antonio Carlos Jobim.
Ja, Mario, das ist eine Freude, mit dir zu spielen. Und Marco Bussi, der hinten am Mischpult sitzt und uns hilft bei dem Ton, hatte letztens einen Artikel in der Zeitung gehabt, wo er so eine tolle Metapher benutzt hat, wo er sagte, Streaming-Konzerte sind so ein bisschen wie durchs Weltall fliegen. Es fühlt sich alles so leer an. Und ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Ich habe vor einigen Tagen auch für den virtuellen Hut eine Aufnahme gemacht, ganz alleine. Und da fühlt sich das wirklich so an, obwohl so wunderbare Leute wie Martin, Hanna, Chantal, Daniel und Marco um einen rum sind, aber zu zweit irgendwie ist das viel, viel schöner. Da fühlt sich das überhaupt nicht leer an, da fühlt sich das genau richtig an. Und ich bin sicher, dass die Musik bei den richtigen Leuten ankommt. Jetzt wird es allerhöchste Zeit, wieder einen Song von dir zu spielen. Und der hat einen, ich möchte mal sagen, kryptischen Namen, der heißt MM, dahinter könnte man ja Mario Mamone vermuten, Song Hashtag 1. Ja, wie das oft so ist, zuerst kommen die Kompositionen, irgendwelche Ideen kommen zustande, man spielt die und denkt natürlich später erst über Namen nach. Und mir passiert es einfach sehr oft, dass ich keine
keinen passenden Titel dafür finde, dann nummeriere ich die Sachen durch. Das habe ich früher schon gemacht, da hatte ich die Titel Miniatur genannt. Miniature 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und irgendwann war dieses Thema der Miniaturen irgendwie beendet. Und dann fingen die Songs an. Und das nächste Stück ist im Prinzip eine Country-artige Akkordfolge, für die es keinen Titel gibt. MM Song 1. Thank you.
Mario, ein sehr, sehr schönes Lied. Martin, ich habe ein bisschen die Zeit aus dem Auge verloren. Dürfen wir noch zwei Titel? Ja, super. Okay. Bitte den? Ah, okay. Dann, bitte, du. Ja, also, Sie werden es alle mitgekriegt haben. So viele Konzerte sind ausgefallen und wir versuchen mit allen möglichen Mitteln Kultur immer noch am Leben zu erhalten. Und darauf sind wir angewiesen, auch auf Sie, dass Sie uns helfen, dass Sie unterstützen, dass Konzerte weiter stattfinden. Wir freuen uns über jede Spende von Ihnen, von 50 Cent angefangen bis auf ein Vielfaches davon. Und ich sage einfach nochmal so ähnlich wie bei meinem Solokonzert, bei der für die höchste Einzelspende, die für unser Duo-Konzert heute reinkommt, schicke ich Ihnen sehr gerne eine von mir signierte CD von meiner neuen CD. Befiehl du deine Wege. Hui! Du legst eine, oh, klasse. Dann können wir vielleicht sogar sagen, du für die höchstgrößte Spende und ich für die zweitgrößte Spende. Wollen wir es so machen? So machen wir das. Astrein. Also vielen Dank an das ganze Team von euch, dass ihr euch die Zeit nehmt und das quasi in eurer Freizeit hier alles noch rockt. Das ist super cool. Und wir setzen ganz langsam zum vorletzten Titel an mit? Mit einem Titel, der, wer Jazz spielt, fängt, du wahrscheinlich auch, mit Autumn Leaves an. Ach, okay, ja gerne. Passend zur Jahreszeit. Ne? Genau. Die Herbstblätter sind ja noch alle auf dem Fußboden, da kann man das ja gut spielen, die Herbstblätter. Ah, Herbstblätter heißt das. Okay, ich wunderte mich schon. Ja, das heißt sogar im Französischen die fürchterlich toten Blätter. Ne? Und ich dachte immer, das heißt Autumn fällt oder geht. Der Herbst geht. Das würde auch irgendwie könnte auch machen, funktionieren, ne? Autumn Leaves, ja. Und der ist ja auch schon weg. Ist ja auch schon weg. Jetzt haben wir bald schon von daher passt das aufs Schönste, ne? Okay, Autumn Leaves. E-Moll? G-Moll. G-Moll, okay. Thank you.
Das macht richtig Freude. Das macht mir totalen Spaß, Mario. Wir verabschieden uns mit einem Blues, den ich vor vielen Jahren mal für meinen ehemaligen Gitarrenlehrer geschrieben habe. Und als ich jung war, habe ich die Geschichte dazu erzählt, wir hätten unseren Lehrer siezen müssen, aber irgendwann hätte er uns das Du angeboten und das hätte ich schamlos ausgenutzt und sofort einen Blues für Eddie dazu geschrieben. Als ich den Titel heute Morgen in den Fingern hatte und dachte, Mensch, Blues für Eddie, da habe ich mich an dunkle Stunden erinnert. Ich war früher dem Biertrinken sehr zugetan und erinnere mich daran, wie ich bei Blues für Eddie einhändig Gitarre gespielt habe und dabei mit der anderen Hand, jetzt habe ich da gerade ein Mikrofon, eine frisch geöffnete Flasche Bier genommen habe und die zur Freude des Publikums auf Ex ausgetrunken habe. Asche auf mein Haupt, wir waren jung und haben Blödsinn gemacht, aber es war auch eine künstlerische Herausforderung. Künstlerisch ist übertrieben, aber es war eine Herausforderung, so leicht war es nicht. Blues für Eddie und ja, damit verabschieden wir uns von Ihnen. Bleiben Sie der Kunst treu, stützen Sie uns lokale Künstler in jeder Form, gehen Sie wieder zu den Konzerten, wenn die wieder stattfinden und wir freuen uns darauf, Sie wieder live wiederzusehen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Sie haben uns sozusagen virtuell überredet. Sehr gerne spielen wir noch einen. In diesem Winter gab es sehr, sehr viel Schnee. Und sehr, sehr viel Schnee bedeutet, es gibt auch viel Wasser, wenn es wieder wärmer wird. Und viel Wasser bedeutet, es gibt auch wieder Fluten, es gibt auch wieder Wellen. Und Wellen passt wunderbar zu dem Titel, den wir uns als Zugabe rausgesucht haben, von Antonio Carlos Jobim. Vielleicht erinnern Sie sich, den Namensgeber eines Flughafens in Rio de Janeiro, den Titel Wave. Thank you.